Marco Thaler, 1-1 hier daheim gegen Winterthur. Wie beurteilst du den Punktgewinn? Ja, schlussendlich ist es wahrscheinlich schon ein Punkt für ihn, weil sie eine extrem gute Chance gehabt. Auf Konter den Bucke ein paar Mal gerettet. Und obwohl wir mehr fürs Spiel gemacht haben, ja, aber auf die Konter sind wir extrem anfällig gewesen heute und wenn wir dem Bucke danken sagen für den Punkt. Wieso hat man aus der spielerischen Überlegenheit vor allem in der ersten Halbzeit nicht Profit schlagen können? Ja, ich glaube, es war auch ein bisschen zu wenig Bewegung drin, ein bisschen zu wenig Entschlossenheit. Es hat, wie soll ich sagen, überall ein bisschen gefehlt, um nachher die volle Entschlossenheit auch zu entwickeln, um das Goal zu machen. Vinti ist nach der Pause eher besser ins Spiel gekommen. Wie erklärst du das? Sie haben sicher den Vorteil gehabt, dass sie nicht haben gegen Zone spielen durften. Wir haben extrem Mühe gehabt, wie sie so tief gestanden ist. Und vor allem mit den langen Bällen. Und da haben sie jeden zweiten Ball gehabt. Das ist vor allem, wir sind einfach nicht genug gut gestanden. Und durch das haben sie sicher eine gewisse Überlegenheit gehabt mit dem Silvio vorne, der nachher die zweite Ball für sein Team abgeleitet hat. Nächste Woche am Sonntag wartet Zürich, der bisher ungeschlagene Leader. Was rechnest du dir für Chancen aus an diesem Spiel? Ja, wir gehen da jedes Spiel, um eigentlich zu gewinnen. Ich will sicher sein, wieder ein paar hundert Fans haben, und, also unsere Fans. Und dann wird man sicher irgendetwas holen dort. Danke viel. Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marco Schelli, wir haben 1-1 hier, daheim gegen Winterthur. Wie bist du zufrieden mit dem Spiel? Ja, also nicht gewinnt die Heim, sicher nicht hundertprozentig. Ich muss sagen, dass der Platz nicht einfach war zum Spielen. Wir hatten auch ein bisschen Lethargie in der ersten Halbzeit. Winterthur war sehr dekonstruiert. Wir haben eigentlich nicht viel für das Spiel gemacht und den Rhythmus haben wir angenommen. Die zweite war dann eigentlich besser gewesen. Aber wir haben dann das 1-0 bekommen. Ich muss aber sagen, dass die Reaktion dann auch gekommen ist. Das 1-1, wenn wir noch ein bisschen Glück hätten, dann könnte man vielleicht auch noch gewinnen. Aber ich glaube, ja, schlussendlich haben sie auch noch 1-2 gute Chancen gehabt, und darum mit dem Punkt leben. Was hat heute konkret gefehlt, dass es für 3 Punkte gelangt hat? Ja, vor allem die erste Halbzeit. Eben nochmal, der Boden war sehr, sehr schwierig gewesen, sehr tief gewesen und ein bisschen klebrig. Also, wir haben den Rhythmus nicht gefunden. Und das 1 gegen 1 in 16er reingehen, haben wir ein bisschen vermisst die erste Halbzeit. Bei der zweiten war es besser gewesen. Aber ja, schlussendlich haben wir reagieren können. Das ist schon mal positiv. Eine erfreuliche Meldung ist sicher das Goal von Patrick Rossini. Wie wichtig war es für ihn, wieder zu treffen? Ja, ich denke, für den Stürmer ist es immer wichtig, wenn er ein Goal schießt. Er schafft auch jeden Tag daran, dass er wieder zurückkommt. Er hat ein Loch gehabt. Aber ich weiss, dass er wieder zurückkommt, weil er ist wirklich absolut ein Profi. Und wir werden ihn sicher noch brauchen im nächsten Spiel. Danke vielmals.